So, und hiermit herzlich willkommen zurück zu Disney Illusion Island mit Donald Duck an erster Stelle. Im Menü habe ich schon herausgefunden, dass wir schon ca. 50% des Spiels erkundet haben. Ich würde mal sagen, dass die Story so langsam Richtung Ende entgegenspringt. Ich muss noch kurz hier was an der Capture Card machen. Aber jetzt soll es passen. Okay. Wo müssen wir denn hin? Oh Gott. Nach ganz da unten wieder. Das wird eine sehr lange Reise werden. Hui, ouch. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja eine Abkürzung. Bezweifle ich aber. Aua. Hui, hui. Hallöchen, Abkürzung. Hier ist ein Heilbad. Habe ich zumindest eins meiner Lieblingsherzen wieder zurück, die ich vorhin verloren habe. Du siehst mich nicht. Gott. Au. Ich hab da Zielwasser getrunken. Ich hab definitiv Zielwasser getrunken. Das ist ein langer Weg bis nach da unten. Das ist definitiv ein langer Weg. Wow. Ein langer Weg voller Schmerzen. Was kriegen wir schon hin? Hoffe ich mal. Hui, boing. Warte, wo kürzt du mich ab? Nee, da wo ich hin muss. Das wäre nämlich Knorke. Ja. Ja, please. Leben haben wir hier auch noch. Hier haben wir auch noch eine Karte. Ich muss hier hin, Leute. Ich muss hier hin. Ich muss hier hin. Hier ist noch eine Karte. Die zu ist. Da komme ich also noch nicht ran. Das ist blöd. War nun gut. Ich denke mal schon, dass wir den Rest hier mitkriegen werden. Ich muss nach unten. Jetzt kommen wieder die Sterne. Ich sehe, dass da was kommt, aber ich springe trotzdem dahin. Ich springe trotzdem dahin. Ah, da oben ist auch wieder Leben. Warum auch immer ich nicht dort an diese Wand springen kann. Das Spiel mobbt mich.
Ich hab's doch gesagt, das Spiel mobbt mich. Das Trampolin wollte mich dort in die Ecke schmeißen. So, dann aktivieren wir doch mal das nächste Buchkreatur. Oder eher eine Blume. Au. Ja, ich habe falsch und bringt ihm jetzt auch nichts mehr. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Eine Spur Natur. Ich komme jetzt hier dann. Okay. Schon wieder was zum Decken. Oh nein, nicht diese Pflanze schon wieder. Mag diese Pflanze nicht. Oh nö, jetzt möchte das Spiel das wissen. Das Spiel möchte es wissen. Oh nee. So, wen haben wir denn jetzt erhalten? Galax, dieses wunderschöne Wesen, das an einem Wal erinnert, geleitet elegant durch die Lüfte über Astrono. Und ist ein wirklich unvergesslicher Anblick. Okay. Oh, kann ich mit dir was machen? Nö. Oh, das war knapp. Dann haben wir hier lang. Halbmondhausen Gehöft. Okay. Wie komme ich da hoch? Indem ich einfach hier rüberspringe. Oben ist ein Secret, das habe ich schon gesehen. Im Musketier-Outfit. Okay. Flatter, flatter, flatter. Hallo, Sterngucker. Oh, hallo, ich hoffe, wir stören dich nicht. Ganz und gar nicht. Ich liebe Gesellschaft. Fast so sehr wie das Angeln. Meine Freunde nennen mich die Kreisin. Was führt euch in mein wunderbares kleines Dörfchen? Wir müssen die Postbahn neu starten. Oh, ich liebe die Postbahn. Mit der bin ich als Kind immer gefahren. Wir suchen einen Stromgenerator. Ich liebe Stromgeneratoren. Nichts erzeugt Strom, so wie sie. Kannst doch irgendwas nicht leiden? Wenn man so viele Liebe zu vergeben hat, hat man für so etwas keine Zeit. Kreisin, weißt du, wo wir im Halbmondhausen den Stromgenerator finden? Hm, einer stand noch auf einer winzigen kleinen Insel auf den himmlischen Tiefen. Eine Sekunde. Ich liebe gute Teleskope. Toll, wie sie weit entfernt der Dinge nah heranholen. Oft aber nutzt sie falsch rum. Dann ist alles nur noch weiter weg.
Oho. Ja, da ist er. Er steht auf dieser Insel. Wunderbar. Vielen Dank. Und keine Sorge wegen des Mondsafts. Der ist völlig harmlos. Oh, ich liebe Schwimmen. Gut, dann mal los. Ich schwimme mit zum Stromgenerator. Tschüss, Kreisen. Oh, ich liebe Abschiede. Die sind so bittersüß. Starte den Postbahngenerator neu. Boah, das kriegen wir hin. Wap, wap. Irgert, wer etwas Zeit in Terrariumstadt verbringt, wird früher oder später einen Irgert sehen. Diese majestätische Wesen können ihre Flügel so schnell schlagen, dass sie die wunderschönen botanischen Gärten erreichen können, die zu Ehren der Hoheit angelegt wurden. Die habe ich ehrlich gesagt bisher noch nicht gesehen. Und das habe ich auch nicht kommen sehen. Zum Glück habe ich meinen Speicherpunkt direkt hier in der Nähe. Bitte schnell mal sehen. Ach, hier direkt. Otto. Ein schönes neues Foto. Ja, fast. So, jetzt aber. Boing. Da müssen wir so langsam die Schwimmfähigkeit bekommen. Aua. Hä? So, jetzt. Kikidale. Kikidale ist eine Gastgeberin, bei der sich Gäste gleich wie zu Hause fühlen, denn sie überschüttet sie mit Wärme und gibt ihnen das Gefühl, zur Familie zu gehören. So kommen sie immer gerne zu ihr zurück. Rüber. Hallo, Postgenerator? Was habt ihr getan? Kleiner Spaß, jetzt läuft alles, danke. Dex hat übrigens erwähnt, dass er nach Büchern sucht. Wenn jemand weiß, wo sie sind, dann die Postbeamtin. Nehmt an Onkel Steves Büro in der Innenstadt von Gizmosulis die Postbahn. Im Haltmundhausen sollte es ein Portal geben, das euch hinbringt. Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe. Bis bald. Dieser Onkel Steve ist echt witzig. Ja, der ist ganz in Ordnung. Findet Donald wo er nicht so. Spindel, was ist blau, hat Stacheln und kann sich drehen. Sonic? Spindel, diese Kreatur liebt es einfach wie eine Kreissäge auf kurzen Strecken hin und her zu rollen. Man sollte warten, bis ihr schwindelig wird und ihr dann aus dem Weg gehen. Wow, was war das denn? Leid hier da drauf. Ach, da bist du ja wieder. So ein friedliches Fleckchen Erde. Nimm dieses Kartenteil, um all seine kleinen Winkel zu entdecken. Dankeschön. Und das nächste Foto. Schön, und das auch. Oh.
Einfach mal die falsche Taste gedrückt. Bla bla ja, auf den Haupt der Hoheit ertönt ein Geräusch, das man nicht überhören kann. Das Geräusch einer Frucht. Einer Frucht, die seit Jahrtausenden nicht aufhört zu plappern. Die Plapperplaja ist das geschwätzigste Mysterium von Monof. Oh, Papaya, was hast du wieder angerichtet? Auch eine neue Fähigkeit. Oh. Ich gleite. Flup, 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 flup. Das ist schon wieder ein Foto. Halleluja. Jetzt schwimmt es von Bildern. Seite an Seite 2017, Wildschwein plus Schlüssel. Eine symbolische Geste schweißt ein Paar zusammen. Ja, ne? Ich wäre aber sehr verbunden, wenn ich eventuell. Aber nur eventuell. Noch irgendwie Leben bekomme. Und dann geht's nach oben. Dann gehe ich erstmal hier unten lang. Heilbad. 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 So schön, wie Donald hier einfach so riesengroß ist. Hui. Dann können wir mal alle Fähigkeiten mal groß sehen. So, die Rakete. Dann der Flatterer. Und der Amboss. Ich lieb's. I love it. Hohohohohohohoho. So, was habe ich bekommen? Foto der drei Schweinchen, okay. Ach, da oben ist auch schon wieder. Wie viele Bilder gibt es hier eigentlich? Wo muss ich hin? Nach da oben. Das ist doch ein Teleporter. Okay. New. Und das nächste Foto. Es läuft mit den Bildern, das muss man schon sagen. Und ich liebe das Spiel, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich glaube, das ist wirklich einer der wenigen Spiele, die ich privat, wenn wir mit der Story durch sind, auf 100% noch bringen möchte. Bürgermeister Lewertz. Als Bürgermeister von Kraterbruch sollte man eigentlich Aufgaben haben, aber Lewertz hat keine. Er muss sich bloß um die jährliche Meisterschaft in Verstecken kümmern, bei der er die Stadt abriegelt, um irgendetwas zu feiern. Seine Kinder wissen mehr, wo auch immer die sticken. Ja, den haben wir ja auch kennengelernt im letzten Stream. Der war nicht besonders begeistert, dass wir seine Kinder so schnell gefunden haben. Au. Deswegen habe ich auch aktuell ziemlich viel Karma in diesem Spiel. Hier ist nichts versteckt. Komm, das schaffe ich doch. Nein, schaffe ich nicht. Okay. Muss dann doch die Abkürzung nehmen. Aflup, aflup, aflip, aflup. Einmal Eilpost, bitte.
Die Mapsroute. Ja, hier bin ich schon mal richtig.